Wir wollen nicht nur eine kleine Initiative an einer Schule sein, sondern wir wollen diese Idee für andere Schulen auch zugänglich machen. Und wir denken, dass jede Schule aufgrund der neuen politischen Situation sehr, sehr viel Zuwanderer hat, sehr viele Seiteneinsteigerklassen hat. Und dieses Konzept ist darauf ausgerichtet, das völlig einfach auch auf andere Schulen zu übertragen. Je größer wir als Gemeinschaft werden von Arrive&Join, desto stärker sind wir, desto mehr können wir bewirken. Und deswegen wollen wir größer werden. Mein Name ist Karin Daugtin. Ich habe vor einem Jahr, im Oktober 2015, eine Initiative für Schulen an der Hulda-Pankok-Schule begonnen. Und zwar ist die Initiative dafür ausgerichtet, Migranten- und Flüchtlingskindern zu helfen, sich in die Schulgemeinschaft und damit in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wir haben ein Elternteam gebildet, ein Eltern- und Schülerteam gebildet, die sich überlegt haben, was können wir tun, was für die Kinder attraktiv ist und wie können wir ihnen unsere Gesellschaft näher bringen. Dafür haben wir vier Kategorien eingerichtet. Die sind Sport, Gesellschaft, Kultur und Musik. Diese vier Kategorien werden auf einer Homepage Arrive&Join vorgestellt. Und wir zeigen darüber, was wir das letzte Jahr gemacht haben. Zukünftig angeschlossene Schulen, was auch unser Ziel ist, können diese Homepage als Arbeitsplattform nutzen und ausgearbeitete Konzepte für sich in Anspruch nehmen. Unser Ziel ist, groß zu denken und groß zu handeln. Unsere Gesellschaft ist bunt. Wir haben sehr viel Zuwanderung, nicht nur durch Flüchtlingskinder, sondern auch durch sehr viele Kinder, die egal woher zu uns kommen. Wir wollen als Gesellschaft die nicht am Rande stehen lassen, sondern wir wollen sie positiv in unsere Gesellschaft integrieren. Das ist unser Ziel. Und dafür gibt es Arrive&Join. Arrive für Ankommen, Join für etwas hineintun, etwas verbinden. Relativ schnell an einem Tag der offenen Tür letztes Jahr Frau Laktin auf mich zu und fragte, ja, wie ist das denn mit der Seiteneinsteigerklasse? Ich würde sehr gerne die Kinder kennenlernen und schauen, überlegen, was wir gemeinsam machen können, damit ihnen der Start in Deutschland leichter fällt. Denn natürlich lernt man auch die Sprache am schnellsten, wenn man in der Freizeit Anlässe hat, um mit Menschen zu sprechen und nicht nur jetzt Brötchen kaufen oder im Supermarkt einkaufen. Und so entstanden erste Ideen, gemeinsam mit den engagierten Müttern von Arrive&Join. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich das gemeinsame Schlittschuhlaufen, Plätzchen backen, um nur zwei zu nennen. Immer viele Aktivitäten machen wir und sportliche Aktivitäten. Kann man viele Leute kennenlernen von anderen also international Leute, also ja, sowas. Wir machen Aktivitäten mit anderen Flüchtlingen und ja. Komm vorbei, Arrive&Join ist sehr schön.